Wieso kommen denn immer so viele Crewmembers dazu? Woher kommen? Warum? Ich habe gar keinen Platz für die. Das ist Katastrophe, sage ich euch, mit diesen Crews da. 6000 ist okay. F&E, geil. Also, ich hatte in der WRC hier alles voll geskillt. Ich lösche die irgendwann. Ich feuer die halt dann. Ich hatte hier alles voll geskillt und dieses Team hatte von Anfang an schon nur auf Team und Crew geskillt. Ein bisschen hier auf Schutz, auf das hier. Ich habe jetzt extra das geskillt, dass ich mehr XP kriege. Je mehr XP, desto mehr Punkte kann ich vergeben. Was wollte ich jetzt machen? Was ist denn hier Feines, theoretisch? Optimiert Motormapping, reduziert den Verschleiß ohne Leistungsverlust. Eine bessere Positionierung des Turbos im Motorblock reduziert Verschleiß und Aufprallschäden. Klingt gut, das Auto geht nicht so schnell kaputt. Bietet eine bessere Gewichts- und Differentialverteilung, um den Verschleiß von harten Asphalt- und Schotterreifen zu reduzieren. Sega Rally, Sega Rally habe ich aber auf dem Dreamcast gab es auch, oder? Also V-Rally 3, V-Rally 2. Sega Rally wurde mir dann irgendwann zu verrückt. Es war immer schon arcade-mäßig, aber irgendein Teil war dann nicht mehr so gut. Auf der PS2 habe ich auch Rally gespielt, ich weiß aber nicht genau welches, aber kann schon das gewesen sein. Also meine erste PlayStation war halt die PlayStation 2. Und da hatte ich mir damals zum Start Street Fighter Alpha geholt und nach 4 Tagen ging die DVD, glaube ich, war es damals schon kaputt. Die PlayStation hat sie einfach zerkratzt. Einfach zerkratzt. Ja, fand ich geil. War ich begeistert. So viel zur PlayStation 2. Einfach zerkratzt. Erhöhte Reparatur. Naja, würde ich auch machen, dass ich wieder so in das Ganze reingehe hier mit diesen ganzen Verbesserungen. Aber was halten wir von einfach diesen Reifenverbesserungen, damit jeder Reifen richtig schön haftet? Was halten wir von den Reifen hier? Also, das ist jetzt Haftung weiche Reifen. Haftung, Sie können Asphalt Regenreifen verwenden. Hatte ich das vorhin? Kann es sein, dass ich das bei anderen Team gar nicht hatte, dass ich gar keine so hatte? Wie komme ich in diesen Baum hier ran? Da. Warte, ich muss das mit der Maus machen. Ja, genau. Komm, mach kurz Kamera aus mit der Maus. Ist gemütlicher. WRC gab es von 2000 bis 2006, glaube ich, auf Konsole und wurde 2010 auf PC wieder aufgelegt. Ich glaube, ich hatte WRC erst angefangen, am PC zu zocken. Das letzte WRC, was ich gezockt habe, war Teil 4. Das war 2014. Und jetzt wieder 2020. Ich musste mehrere Jahre Pause machen wegen komischen Verletzungen meinen Füßen, die immer noch sind, aber das ist eine andere Geschichte. Und ich muss sagen, es fühlt sich bis jetzt, das WRC hier fühlt sich am besten an. Von allen, die ich bis jetzt gespielt habe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie im Vergleich dazu Dirt Rally ist. Kann ich jetzt keinen direkten Vergleich ziehen, weil ich es nicht genug gespielt habe. Aber das fühlt sich einfach gut an. Vielleicht ist es auch ein bisschen arcade-mäßiger hier, aber es fühlt sich gut an. Das jetzige. Das meinst du, seit WRC 8 wurde 70% Code geändert. Ja, so in was Gutes. Reduziert jeden durch eine schlechte Sprunglandung verursachten Schaden. Das ist nicht schlecht. Also hier Schadenreduzierung, hier Performance-Steigerung, hier XP, Geld und Erholungs... Oder... Nee, warte hier. Reparaturdinger, hier ist Erholung, glaube ich, für die Crew, dass die Crew nicht so schnell besoffen wird. Verbesserte Beziehung zum Hersteller ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Reduziert den Moralverlust nach einem Event, das ist auch nicht verkehrt. Erhöht Größe der Reserven.
Genau, ist das? Ist. Warte mal, hier würde ich halt einfach mehr Leute. Geht das hier? Ist das Crew Reserve? Ja, dass ich noch ein paar mehr habe. Oh Gott, ich muss mal kurz. Okay. So viel Money hatten wir noch nie. Ich war ja. Achso, ihr seht es ja. Ich habe das vergessen aus. So viel Money hatten wir noch nie, Jungs. So viel Money hatten wir noch nie. Hey, voll krass. Wasserstellen, das fand ich immer sehr, sehr. Also, diese drei Sachen fand ich sehr gut. Dirt Rally ist sehr simulationslastig. WLC ist etwas wie 30, 40% Arcade mit drin. Das Lustige ist, gestern hat man das mir genau anders erzählt. Obwohl ich eigentlich dachte, dass Dirt Rally einfach. Dirt Rally 2. Ja, genau, hast du das gesagt? Genau, umgekehrt, genau. Ich dachte immer, dass es simulationslastiger ist, genau. Du hast es genau andersrum gesagt. Kann ich jetzt nicht so einschätzen. Zu wenig gespielt, das Zweier. Hey Dubstep, was geht? Wie war dein Rennen? Hast du gewonnen? Bei mir geht, ich bin in die WRC 2 gewechselt, also ich habe Vertrag bekommen nur von der WRC 2. Ich habe Citroën C3. Citroën C3 R5, sehr geil, sehr stabil, lenkt sich sehr, sehr gut, bricht nicht aus, ist nicht so schwammig wie der VW vom WRC3. Sehr gutes Auto, macht Spaß. Bis jetzt. Ersten zwei Rallyes gewonnen. Ich kann sogar so lenken, die Kurven 4 bis 6 kann ich lenken, ohne dass ich irgendwie Angst habe, dass ich ausbreche und einfach sterbe. Ist gerade kaum von Platz 4, 5, 6. Okay, ja, ist doch super, ist doch perfekt. Und schau mal, ich habe ein neues Team und da waren, wenn du ein neues Team hast, sind die Skill-Sachen automatisch verteilt, ne? Also ist einfach alles automatisch. Sprich, neues Team macht das alles selber. Hier war alles auf Crew gesetzt hier. Gexler, ich bin mal raus, level noch mein Mage. Mach das, mach das. Geht eh, glaube ich, nicht so langsam. Gestern hat Gonji erzählt, auf dem Pre-Patch, also auf dem Server, auf dem Pre-Server, diesen 9.0 halt schon, brauchst du ein Max-Char von 1 bis 50, also sprich jetziger Sache von 1 bis 120, in 18 Stunden hat er es geschafft. Und sogar einer der Rekordhalter ist knapp über 3 Stunden gewesen oder so. Und du hast jetzt eh noch 100% Boost, also schaffst du das, schaffst du das. Wie viele Stunden hast du Dirt Rally 2 gespielt? Okay. Dann viel Spaß bei Mage und bis später, sag ich mal. Mehr ist ja nochmal, gell, für das Supporterino hier. Für den Zehner. Dankeschön. Genau, nach dem ersten Jahr bin ich, obwohl ich so viel Scheiße mache, direkt WRC2 und das Auto ist sehr geil. Sehr stabil, fühlt sich sehr, sehr super an. Hat bis jetzt Spaß gemacht. Jetzt überlege ich gerade, was ich skillen soll hier. Reduziert die Auswirkungen, was? Ich hatte eigentlich bei dem anderen Team hier alles voll, aber das Auto ist so gut hier, Dubstep, dass ich eigentlich gar nicht was verändern möchte. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach so gut. Okay, dann haben wir hier so, dass es ein bisschen stabiler ist, das Auto, dass auch die ganzen Sachen nicht so schnell kaputt gehen. Schnell genug bin ich ja erstmal. Okay. Dann mache ich dann das nächste Mal die zwei Sachen noch voll. Dann haben wir halt fast alles ausgeskillt. Ich habe jetzt über 250 Stunden voll. Also bei mir Dirt 2 kann ich nicht sagen, weil ich habe es auf der Konsole gezockt. Also ich habe es auf dem PC und auf der Konsole gezockt. Auf Xbox 360. Mit dem Fnatic CSR Wheel, EU Wheel. Das war das erste Wheel, was ich hatte für die der 360. Nach dem Microsoft Wheel. Und für den PC. Ich glaube, für den PC habe ich gar nicht so viel gezockt.
Weil das ging dann irgendwann nicht mehr mit diesem scheiß Games for Windows-Dingsbums. Das war irgendwie kacke. Das war irgendwie kacke hier mit dem Games for Windows direkt da. Warte mal. Dirt 2. Ja, nicht viel für PC. Also bei mir, ja. Gab halt irgendwie Props da mit diesem komischen Games for Windows. Dann habe ich es dann gelassen. Dann habe ich es auch weiter auf der Konsole gezockt. Da war es eigentlich gut. Ich fand das schön auf der Xbox 360. War okay. Habe ich ein bisschen gespielt, ja. Ich glaube schon. Also ich habe alles schon eigentlich gezockt. Ich habe iRacing schon 2012 habe ich iRacing schon mit drei Monitoren gezockt. Mit meinem Logitech G oder GT Lenkrad. Das ist von Gran Turismo gewesen. R-Faktor 2, ja, der 1 habe ich angetestet, 2 glaube ich auch kurz, aber nicht viel, also nicht viel. Oder ich bin mir nicht sicher, wollte ich spielen oder habe ich es gespielt? Also ich habe es mir vorgenommen, weil ich es gemacht habe, weiß ich gar nicht mehr. Ich meinte Dirt. Ach so, Dirt Rally. Ach so, sorry. Ach so, habe ich überlesen. Dirt Rally 2. Sorry. Ach so, das habe ich nicht gezockt oder kaum, weil ich damals schon verletzt war auf meinen Füßen. Das ging nicht. Das habe ich nicht gezockt. Das war damals schon zu spät hier. 2 Stunden kurz angefahren, kurz getestet und dann ging halt nicht. Das ist rausgekommen, während ich mitten in meiner Phase war, wo ich tot war, quasi. Ja, also das war halt schwierig. Das habe ich heute gesehen. Was hältst du denn von dem da? Das hatte ich mir, habe ich gesehen hier, das habe ich mal auf die Wunschliste geaddet. Was nicht schlecht aussah. Das da, das sah nicht schlecht aus irgendwie. Das sah nicht verkehrt aus. Ja, ich weiß, du meinst R-Faktor 2, genau. Aber mein Problem ist, ich würde gar nicht mit so vielem anfangen. Ich will auf jeden Fall F1 2020 viel fahren, alle Strecken, mehr der Season, dass ich die alle kann, dass ich dann im 2021 es einfacher habe. Dann würde ich vielleicht ACC probieren, was ich aber nicht weiß, ob ich ACC Bock habe. Weil das nur GT3 und das, da muss ich mich halt voll reinhängen und das würde ich halt auch nicht unbedingt in der Liga zocken. In Liga habe ich keinen so Bezug dazu, weil ich kann nicht sagen, ich kann zu der und der Zeit da sein. Dazu ist es für mich gesundheitlich zu schwer. Also gesundheitlich kann ich mich an keine Liga binden. Weil wer weiß, wie es mir heute geht, wie es mir morgen geht. Ich muss jeden Tag Tabletten nehmen. Ich muss jeden Tag meine Tabletten an meine Schmerzen anpassen. Ich muss in irgendwelche komischen Therapien und so eine Scheiße. Also, und das wäre mir zu sehr zu stressig. Und dazu fahre ich eigentlich viel zu gerne Formel 1, Open Wheeler. Also Open Wheeler ist mein Ding. Wenn es ein geiles IndyCar Racing gibt es bei R-Factor nicht auch IndyCar Racing oder welche? Irgendeine Simulation gab es auch IndyCar Racing. Okay. Fahren wir eine Runde weiter. Was meint ihr? Crew müssen wir mal schauen. Ja, da gibt's ist der GT3 ICC, ne? Ja. Ja, wäre glaube ich too much. Also wenn ich jetzt bei Dirt hier bleibe, also bei WRC bleibe, dann Formel 1, drittes, viertes Spiel, weiß ich nicht. Ist halt too much. Komme nicht hinterher, reicht die Zeit nicht, weil ich auch noch andere Sachen. Und ich kann ja nicht nur Racing fahren, weil das ist dann wieder zu übertrieben. Ich möchte so ein bisschen variieren das Ganze. Deswegen habe ich ja auch mehrere Screens. Auch wenn ich jetzt nicht schiffen bin. Racing, Shooter und MMOs zocken wir. Abwechselnd. Manchmal abwechselnd im Stream. Manchmal täglich, manchmal alle 2 Tage, je nachdem, wie ich mich fühle, wie wir Bock haben.
Ich müsste eigentlich pinkeln, wirklich, aber ich glaube, ich mache noch ein Event hier. Es ist ja, glaube ich, gar nicht so schlimm hier. Ich kann auch theoretisch während des Events pinkeln gehen, Lül. So, was machen wir hier? Training gibt Belohnung 4K. Aber Geld haben wir eh gut. Was machen wir eigentlich mit der Kohle hier? Wartung. Ach, es geht Wartung. Stimmt, dann machen wir Wartung. Okay, dann machen wir schon mal, ob wir eine zweite Wartung brauchen. Logisch. Ja. Letzte Wartung hatte ich auf 85 geschafft. Das ist ganz... Ich bin gefahren. Ich bin gefahren und auf einmal habe ich gemerkt, boah, da sagt ja keiner was. Das war so geil. Niemand gesagt, links, rechts, einfach die Strecke korrigiert. Es war so angenehm, dass ich es halt erst spät gemerkt habe. Wie ist denn das? Wie sehr kann man denn Singleplayer spielen, ACC? Aber ich glaube, ACC ist zum Zuschauen jetzt nicht so spannend wie Rally. Formula 1 ist ja schon manchmal langweilig, wenn ich da meine 40, 50 Runden im Kreis fahren versuche, besser zu werden. Aber ACC ist ja dann noch schwieriger. Da ist es ja langsamer, das Auto. Und es dauert halt länger von einer zur anderen Kurve. Was ich auch cool fand so zwischendurch, das war, haben wir auch ein bisschen gespielt, 2015, 14, weiß nicht genau. Damals Forza Horizon 2, fand ich ganz angenehm. Damals durften die Viewer bestimmt, was für ein Auto ich fahre. Alle halbe Stunde habe ich gewechselt und dann war es auch ganz spannend. Ist es jetzt so schlimm, dass der andere fehlt? Gibt 3 und geht die 4. Aber ist man da mehr so angewiesen, dass man online fährt? Mit anderen Leuten in der Liga und sowas? Oder kann man auch gut sich selbst beschäftigen? Mir wird auch schon reichen, einfach nur eine Strecke zu fahren und zu üben. Und dann einfach so ein Rennen gegen die KI machen. Das kostet mir das ganze Event gerade. Der eine Fehler. Ich müsste das auch mal fahren zum Vergleichen, Rally 2. Also ich hab's ja. Da muss ich ja nichts reinpayen. Das habe ich ja. Einfach mal zum Vergleich. Das ist nicht so umfangreich. Ich dachte, das ist ja eher auf Online aufgebaut. Deswegen ist es ja auch Kompetition gegen Online-Leute. Aber siehst du Dubstep, wie viel Kontrolle ich mit dem Auto hier habe im Vergleich zu einem anderen? Einfach geil. Die ganzen Lenkungen, die ich mache, werden perfekt übertragen, genauso wie ich das mir vorstelle. Was haben wir? Ach, 100, weil ich es geschafft habe mit Sicherheit. Ja, nice, also richtig schön. Geil. Jawohl. Also, Auto fühlt sich gut an. Ich will hier bleiben. Einfach hier bleiben, nie wieder anders Team. Nie wieder anders Team. Ich hoffe, die sind mit mir auch zufrieden hier. Ziele. Verwenden Sie in den nächsten Rallyes.
Folgen der Reifen nicht hart. Was ist denn das immer für eine Begrenzung? Mach mal ändern hier. Was ist das? Verdienen wir, tun wir das ja, ja. Bei dem schwammigen Hilfsfront an Tirol war Erhöhung. Achso, das ist Setup. Das hast du schon vorher geredet. Ich wusste nicht genau. Erholung? Ich finde, der Duell 2 ist bisher beste Rallye. Sim, freue mich auf der 3. Soll bis 2023 von Codemasters kommen. Also ich habe da auch immer gehört, dass es eigentlich die beste Rallye-Simulation sein soll. Genau, oder Härte allgemein. Das ist nicht so Sprung. Also einfach, also ich vergleiche das immer so. Ich bin früher ja als Jugendlicher oder als Kind auch Bus gefahren. Mir ist in diesen Mercedes-Bussen immer sehr, sehr schlecht geworden, weil die Federung einfach zu weich war. In anderen Bussen war die einfach härter und es ist einfach cool gewesen. Mercedes-Autos waren früher immer so weichere, Bussen waren immer so weichere Federn. Da war immer schlecht geworden. Ja. Das ist ja aber Arcade auf jeden Fall. Genau, seekrank. Das, ohne Scheiß. Seekrank wirst du bei sowas. Ja. Mhm. Lass mich mal schnell schiffen gehen. Und dann komm ich wieder. Mal schnell pinkeln hier. Kommt es denn auch raus bei Steam irgendwann? So, warte mal, kurz die Hose nochmal korrigieren. So, okay. Fuck, Headset aus. So, was hast du denn? Wenn das Headset am Lenkrad hängen bleibt, ich mir so aus den Ohren rausreiß. Ja, hast du ja schon sehr, sehr viel Rallye-Erfahrung, aber ich hoffe, man merkt so ein bisschen die Leidenschaft beim Racing. Obwohl ich die letzten Jahre nicht zocken konnte aus Gründen, merkt man hoffentlich die Leidenschaft hier, wo man wirklich Bock hat hier. Ich freue mich auch auf das neue auf PS5 Gran Turismo, was auch immer das sein wird. 8, 7, keine Ahnung. Und auf das Forza. Also Forza heißt ja nur noch Forza jetzt. Wie jedes Spiel irgendwie nur noch heißt so wie früher. Ohne Nummer. Ruhe da. Ruhe. Im Karton. So. Was machen wir jetzt? Historisches Rennen. Training. Extrembedingungen. Ich habe mal wieder Bock auf irgendeinen Blödsinn. Mach mal historisches Rennen. Schade, dass man halt nicht sieht, wann die nächste Rallye ist. Das finde ich ein bisschen blöd. Und warum ist manchmal Zeitraffer und manchmal nicht? Ich bin bei F1 bin ich kein Fan von der Planung, aber bei Rallye finde ich es ganz cool mit der Planung hier. Also ist halt komisch. Erstmal kann man nur zwei Events planen. Das ist auch seltsam. Und wieso sieht man dann nicht, wann die nächste Rallye ist, damit man da was planen kann? Plane ich jetzt ein bisschen... ja, keine Ahnung. Training, Dings da. Haben beide... Jetzt sehe ich die Physik deutlich verändert, werde mich beim... Ja. Habe ich mitbekommen, dass man so erzählt hat hier. Dass bei ab 8 war, ist die Physik verändert worden. Und 9 sogar noch verbessert worden. Anscheinend einfach nur gute Verbesserung von 8 nach 9, von 8 zu 9, ohne große Veränderungen. Einfach gute Verbesserungen. Das finde ich, das ist besser, als wenn sie viel verändern und dann ins Schlechtere verändern. Lieber kleine Anpassungen, als ob es wie ein Patch wäre. Also, mach mal historisches Rennen. Und da ist schon die Rallye. Ja, scheiße. Können wir ja nicht machen. Da müssen wir mal kurz unser holen, oder? Machen wir doch historisches Rennen. Wie schaut's aus mit der Crew? Ja, die ist eigentlich schon... Die ist noch fit. Die kann ich noch wechseln. Machen wir historisches Rennen. Dann sehen wir auch noch ein bisschen was anderes. Oh! Unser VW ist wieder da. Das ist Rallye Finnland. Welche Klasse ist das?
Das WRC, gell? So einser direkt. Ich glaube, wenn nichts dabei steht, glaube ich auch. Schauen wir mal. Ist bestimmt besser als Extrembedingungsscheiße da. Links voll über Bodenwelle und rechts voll Sprung über Kuppe 50 uneben. Rechts 5 kurz. Wieso hat sich denn. Wieso hat sich den Codemasters die Lizenz geholt? Die haben doch schon so viel. Die haben jetzt Project Cars, die haben. Die haben alles. Die haben Dirt, links die haben Grid. Und wenn sie alles auf Arcade machen, da krieg ich Block. Rechts 5 über Kuppe und Kuppe in links 4. Was haltet ihr denn von Project Cars? Ich bin da etwas enttäuscht. Wenn ich nicht gespielt habe. In Sprung über Kuppe 120. Rechts 5 kurz 50. Das war 50. Rechts voll über Kuppe. Und Achtung, links 3 für rechts 2 bei Abzweig macht auf 120. Aber rechts 3 Mittel. Wenn jetzt hier diese Firma die Lizenz verliert, dürfen sie nicht mehr WRC machen, aber sie können trotzdem ein weiteres Rallye-Spiel machen, oder? Rechts voll in Kuppe und rechts 5. Und links 5 in rechts voll. Und links 300. Ist ja so wie FIFA und PES. Also, die haben ja auch dann nur Teillizenzen oder die haben mal Fantasien an. Sprung und links 5 macht auf. In links 4 macht zu 30. Ist halt schade. Ich meine, ich habe gespielt WRC 4 im Stream mit euch damals vor 6 Jahren. Danach so ein bisschen privat die anderen Teile, aber immer nur so ein paar Minuten hab ich nie gefühlt. Und das 9 hat sich jetzt wirklich ins Richtige entwickelt. Also richtig geil. Kuppe in rechts 4, kurz 50. Also Bodenwellen in links 4, 80. Ab dem 8 halt, so wie er schreibt. Und links 3 über Kuppe. Und links 5 in rechts 4 übersprung. Und Sprung mittig halten über Kuppe und rechts. Ja genau, müssen einfach anders nehmen. Keine Ahnung, nennen sie es halt VRC oder so. Scheiße, das ist doch wurscht. Wenn ich ein cooles Rallye-Spiel kriege, ist mir das nicht ganz so wichtig, ob die Namen echt sind oder nicht. In links voll und Sprung 50. Wie ist denn das bei Dirt Rally eigentlich? Die können ja auch keine links 4 in Sprung in Namen rechts von der DLC voll nehmen. Oder nur Teil. Wenn sie ein paar Lizenzen haben. Nein, habe ich nicht. In Sprung in links voll. Und ich habe eigentlich nur 4 gezockt. Alles danach nur kurz rein. 2-3 Minuten was eingestellt und fertig. Kurz. Man könnte sagen, ich habe 4 gespielt und jetzt 9. Der Rest zählt alles nicht, weil ich und das eigentlich Kuppe nicht gespielt habe. Kann man auch im Steam bei mir sehen. Und Sprung über Kuppe und rechts 5, 80. Es sollen ja auch die ähnlichen Stages sein wie beim 8, oder? Über Kuppe 50. Und es sind aber nicht die echten Stages, wa? Achtung, Sprung über Kuppe in links 6 lang, macht zu. Und rechts 4 kurz nach Abzweig in links 5, macht zu, über Kuppe. Also wie ich es mitbekommen habe, bei einigen Tests, die ich gesehen habe, sind nicht die echten Stages. Vielleicht so Teile oder so markante Teile sind drin, aber nicht die echten. Und rechts 5 in links 5 lang 30. So wie der Red Bull Bogen oder ADAC Bogen in Deutschland oder so ein Scheiß, aber links 5 oder bestimmte Haarnadeln in Nacko, aber gewisse Abschnitte, aber nicht das Ganze, glaube ich, sollte nicht. Es soll Fantasiestrecken sein, ja, weil ich beim Test jetzt gehört habe. Letztens habe ich erst einen Test gesehen. Was meint ihr, nochmal fahren oder so lassen? Hat bei Deutschland Rally die Stages von der Panzerplatte drin? Hier bei WC sind die Weinberge drin. Achso, es sind andere Stages, okay. Ich kenne eigentlich fast nur die Weinberge bei Deutschland.
Auto fühlte sich sehr gut an. Nur ich habe mich halt nicht. Ich bin halt nicht oft Vollgas gefahren. Schon, aber nicht so oft. Aber das passt schon. Ne, ich bin auf der Platte gefahren, okay. Lassen Sie für 6 Wochen die Moral nicht unter 4. Ja. Jetzt ist die Moral, weil ich Platz 8 geworden mit 10 Sekunden Platz. Das ist so nicht schlecht hier. Immer negativ, wenn du nicht Erster wirst. So heftig. So heftig. Ja, ich hab die echt oder zu wenig gesehen. Also da habe ich eher. Also. An Racing habe ich Formel 1 gesehen, das meiste. Ein paar Mal habe ich mir NASCAR angeschaut, ein bisschen IndyCar. Sonst habe ich mir gerne Tennis angeschaut, die Majors. Und NBA habe ich früher gerne gesehen. Aber heutzutage jetzt nur noch Formel 1 und ein bisschen ab und zu Tennis. So viel Gelegenheit hat man ja auch nicht mehr. Rally war einfach schwierig immer zu sehen mit den Arbeitszeiten zusammen, denn ja, es war irgendwie so ein Event immer von Donnerstag bis Sonntag und dann musste man immer zu gewissen Zeiten da sein. Das ist bei jedem Sport so, klar, aber es war einfach schwer zu verfolgen und ich wusste auch nicht genau, wo ich schauen sollte früher. Heutzutage gibt es die App oder auch die Seite, wo man sich anmelden kann. Das geht, hatte ich mal gemacht für ein Jahr, aber nicht viel geschaut. Und früher war es halt immer schwierig. Hatte Satellitenfernsehen hin und her gesappt, hat man mal manchmal nicht gefunden, aber. Ich weiß gar nicht, war das nicht auch auf. Wie welchem Programm das lief? Nee, auf Servus TV lief das nicht, oder? Da lief Nesca. Ja, glaube ich, dass der das spielt. Das ist ja wirklich. Ist ja auch wirklich realistisch. iRacing war damals schon krass, als ich gezockt habe. War mir aber dann irgendwie zeittechnisch auch immer sehr schwer, da die Rennen immer so, Qualifying und Rennen immer so gewisse Stunden angefangen, mal um 13, 14, 15 Uhr und dann ist es immer schwierig mit der Arbeit das hinzukriegen. Ja, ich könnte ja auch meinen, ich habe ja hier daneben die Haarschaltung, die seht ihr nicht. Ich könnte die Haarschaltung als Handbremse nutzen, einfach einen vierten Gang oder so. Die könnte ich dann nutzen als Haarschalt, als Ding. Ich habe auch bei dem Fanatic CSR EU-Wheel, was ich habe, habe ich auch Rally-Schaltung, wo man nur nach vorne und zurück gehen muss. Aber das kann man mit der normalen Haarschaltung ja auch machen, einfach nur vor und zurück, muss man nicht unbedingt extra Rally-Ding haben. Aber ich spiele nur mit Gas und Bremse, das ist dann auch angenehmer für meine Füße. Wenn ich mit dem rechten Fuß Gas und Bremse und mit der linken Kupplung, wäre das halt too much. Was ich halt doof finde, dass die Schaltungen sind bei dem Lenker bei mir immer so direkt daneben. Das ist immer schwer zu erreichen. Im echten Leben ist es ja neben dem rechten Knie. Ist halt ganz anders. Aber ich bin auch mit Ding gefahren hier, mit Schaltung einige Spiele. Nur das ist halt, muss nicht unbedingt sein. Ist dann mehr Quälerei, finde ich. '80er-Meteorologe. Dann hauen wir den raus. Habe ich den einfach weggetan, oder was? Nee, warte. Ich habe einfach eine Taste gedrückt, keine Ahnung. Aber der ist jetzt ganz weg? Hab ich den nicht gefeuert? Nichts? Okay, ich muss N drücken statt Pit drücken. Meteorologe ist gut. Dann habe ich hier Agent. Gibt es einen höheren als 61? 54, 62 Meteorologe und Finanzberater 64, 65, 54, 37 Physiotherapeut. Habe ich keinen anderen. Leider. Ja, ich würde sagen, das lassen wir so. Wir fahren einfach mal testen, wie die nächste Rallye so ist. Das ist jetzt die
Ach, wir sind erst bei der dritten Rallye, ne? Okay. Let's go. Ich hoffe, die machen das immer alles richtig. Ich überprüfe gar nicht, ob sie die richtigen Reifen, das richtige Ding alles haben. Das wird schon passen. Nein, bei den jetzigen Rallye-Fahrzeugen liegt die Bremse direkt auf Höhe des Lenkrads vorne, wo man sonst ein Radio eingebaut hat. Ah, okay. Ist das nicht mehr dieser lange Hebel? Ne, das ist die Schaltung. Warte, der lange Hebel? Der ganz, ganz lange Hebel ist die Schaltung, ne? Vor, zurück. Und die Handbremse direkt in der Höhe des Lenkrads. Okay, das stimmt. Das kann sein, habe ich gesehen, ja. Genau, der lange Hebel ist das. Okay, habe ich verwechselt, die zwei. Ja, ja, passt. Lange Hebel haben die schon als Handbremse manche. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht haben es ja manche auch unterschiedlich, wie sie Bock haben. Und links 4 innen halten, in rechts 4 lang innen halten. Und links voll und Achtung, links 3. Oh Gott, stopp. Uff. Uff. Und rechts 2 nicht schneiden, innen halten, 30. Links 4 innen halten, über Kuppe und rechts 4 Übersprung macht zu, 3 innen halten. Wie alt ist denn jetzt eigentlich Dirt Rally 2? Ist das jetzt nicht schon... Ich habe vorhin ein Video von mir gesehen, da habe ich 2014 schon davon gesprochen. Ist das schon so alt? Links 5 macht zu 4 Innenhalten. Ach, erst? Sicher? Okay. Und rechts 3 nicht schneiden, habe ich über das erste gesprochen. Links 3 schneiden, 40. Ach, das ist dann gar nicht so alt. Rechts 5, mach zu, nicht schneiden, 30. Gibt es da so ein, links 3, so ein Bundle kurz, 30. Mit, Sie wissen das mit den Strecken, muss man das sich kaufen oder sind Sie dabei? Was mich früher echt gelangweilt hat, war mit diesem iRacing. Da musste man sich die Autos und die Strecken kaufen. Das war so krass. Aber ich hatte mich damals auf die Roadstrecken konzentriert. Oval war eh nicht meine Welt. Rechts 4, schneiden, 60. Fühlt sich gut an, aber Schotter ist halt heftig. Aber sehr, sehr gut Force Feedback. Ich fühle jeden einzelnen Scheißstein. Wenn der Widerstand ist halt wenig, klar. Der Schotter. Ich fühle jeden Stein hier. Rechts 4 macht auf, lang innen halten. 30, Achtung, scharf bremsen. Wieso scharf bremsen? So für. Gott, das war jetzt echt. Bremsen, ich für was? Hm, alles klar, danke. So schlimm war das jetzt gar nicht. Links 4, kurz 30. Rechts 4, über Kuppe 100, uneben. Achtung, scharf bremsen, über Kuppe für scharf links, nicht schneiden, 30. Okay. Ich schreck mich mal, wenn er sagt scharf bremsen. Und Achtung, rechts 5 lang, macht zu, 4 innen halten. In Knoten für 50. Ja, das war der Anfang, hat mich die Zeit gekostet, rechts aber egal. Rechts 3 macht auf, 50, Achtung, bremsen. Links 1 über Kuppe, 30. Na, ich wollte gerade fragen, ob die nicht auch so Wippen haben wie rechts ich. Rechts 4 macht zu, nicht schneiden. Und links innen halten, 30. Rechts 4, macht zu, in links 4 kurz. Und ich hätte halt gerne dritte Wippe, irgendwo oben oder so, damit ich die Handbremse hin tue, weil die Handbremse Achtung, ist immer links scheiße 5, zu erreichen. Kuppe 30, links 4, macht auf, nicht schneiden. Und Verengung rechts 6, über Brücke und links 5, 30. Achtung, rechts 4, macht zu, 3, keinesfalls schneiden. Rechts 6, sehr lang, uneben, über Kuppe, macht zu, 5, 50. Links 5, macht zu, kurz, 40. Rechts 5, macht auf, nicht schneiden, 40. Boah, stopp! Ja, da habe ich jetzt einfach gebremst. Rechts 4, macht auf, lang, nicht schneiden. Und bin halt...
Schritttaste umlegt, ja, natürlich. In rechts 5 kurz, macht hab zu, ich ja bremsen. Eh. Und links 2 in rechts 5. Und links 3 nicht schneiden. Rechts 4 innenhalten in links 3 kurz. Ich war da einfach zu schnell, hab gebremst und beim Bremsen und rechts 4 macht auf, nicht konnte ich das nicht wirklich 80. gerade halten, das Auto. So uneben, deswegen habe ich mich ein bisschen gedreht. Links 5, 120. Links 4 macht zu, nicht schneiden und rechts 2, Achtung, 80. Links 2 auf einmal, huch, 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 stopp! Tot. Kuppel in rechts 5, innen halten. In links 6, ey, das hat er mir zu spät gesagt. Das hat er mir, seriously, es war einfach zu spät. Kein Witz, das da konnte ich, keine Ahnung. Links 3, lang 30. Also, vielleicht musste ich erstmal mein Gehirn, weiß ich nicht, bearbeiten. Rechts 5 kurz und links 4 mittel und eben macht zu. In rechts 4 macht auf und eben. In links 4 kurz 30. Ah. Rechts 5 über Kuppe macht zu 3 lang. Ich muss dir sagen, ich fühle es mit Rundlenkrad überhaupt nicht. Da wäre ich viel schlechter. Kein Witz, weil das Rundlenkrad ist für mich links eigentlich fast zu klein. Rechts 5 und links 6. Da stehe ich irgendwie so verkrampft. Weißt du, so verkrampft. Das ist, ich habe hier schon die Köpfknöpfe, Diskurs und so. Ich habe ja hier, ich muss dir sagen, Rundlenkrad bin ich viel beschissener. Ich habe ja hier, da, hier habe ich mir die Handbremse hingetan. Hier oben. Sie war hier bei DRS, aber ich habe sie hier hin. Und DRS ist jetzt Licht und hier habe ich Scheibenwischen, glaube ich, oder so. Das ist schon okay. Also es ist trotzdem, muss ich halt meine Hand wegtun, was in der Kurve dann immer scheiße ist. Aber Rundlenkrad tue ich mich beim Fahren 10-mal schwerer als bei Formel 1. Das ist viel breiter. Das ist viel breiter. Also fühle ich zumindest so, weil ich... kann sein, dass es nicht breiter ist, ja. Es ist nicht breiter, aber es ist eigentlich gleich, ja, hast du recht. Aber so bei der Formel 1 habe ich fest den Griff, so halte ich das Lenkrad, es gibt keinen Plan B. Bei dem Rundlenkrad halte ich oben, unten alles, aber das... weiß ich nicht, wie ich erklären soll. Formel 1 Lenkrad, wenn ich nicht umgreifen muss, was ich sowieso nicht muss bei Rallye, sondern nur so 360 Grad, ist wie bei der Formel 1, ist das okay. Wenn ich andere Autos fahre, wo ich umgreifen muss oder so, ist das schwierig, aber beim Knight Rider ging das auch. Also, ich habe probiert mit Rundlenkrad, ich fühle das so besser. Also, keine Ahnung, ist Gewöhnungssache, Geschmackssache. Was ich noch kurz sagen kann, ich hatte dieses Lenkrad hier oder habe das hier auch noch, aber das ist halt immer viel zu viel zum Umstellen. Das hat einen geilen Ding. Das hat einen geile Form, wie man richtig gut halten kann. Da kannst du richtig geil. Da tust du die Daumen hier so rein. Das habe ich auch hier. Tust du die Daumen hier so rein und kannst dann auch richtig gut halten. Das ist so geil. Das größte Lenkrad, was so ist, ist das, was ich jetzt habe, ist 28. Ich habe noch einen 30er. Ich habe das GTE-Aufsatz, habe ich auch. Also, das ist hier ja ganz normal. Warte. Das hat Scheiß hier zu tippen übers Lenkrad. Thrustmaster GTE Lenkrad. Das müsste, glaube ich, das ist 28, aber es gibt auch einen 30er. Ich habe auch einen 30er da. Aber 30 ist das Größte, was ich gefunden habe. Auf jeden Fall, egal wie, ich fühle mich mit dem wohl. Ich habe hier meine Daumen, da habe ich hinten das Ding. Also, ich fühle mich mit dem wohl, genauso wie ich mich mit dem hier wohl gefühlt habe. Einfach die eine Stellung, einfach geil. So ein Mini-Lenkrad, ach du Scheiße, wo man so dreht oder was, so eine Art, wo man so mal aufschraubt hier. Gefühlt immer was aufschrauben. Ja, diese Pistole, ja,
unten so es schießen und dann so drehen. Ach du Kack, gibst du was nicht? Das ist aber, ja, das ist interessant. Das Ferrari-Lenkrad. Ist es auch für Thrustmaster? Weil ich habe das Ferrari 458 und das ist ziemlich klein. Also ich habe. Scheiße, schon wieder nicht Amazon offen? Hier. Das hier habe ich, glaube ich. Genau, das ist das, glaube ich, 30. Das ist das Größte, was ich habe. Bin nicht sicher, ob ich das habe. Das ist 30. Und dann habe ich noch das 458er. Das ist halt scheiße. Also das ist das schlechteste Lenkrad, was ich jemals gehabt habe. Aber das war bei dem Set für Forza Motorsport dabei. Also so viel Plastik und so schlecht. Also es ist halt trotzdem T300, die Base. Da habe ich einfach das Formel 1 Lenker drauf getan. Also, aber das Ding fühlt sich nicht gut an. Ganz ehrlich, das fühlt sich einfach nicht gut an. Ich will nicht da haten gegen das, aber es fühlt sich einfach schlecht an. Das kam damals mit der Xbox One raus. Hat man halt gebraucht, weil, ja, man brauchte immer ein Lenkrad für PlayStation, eins für Xbox und ich habe die T300 Base zweimal, einmal die RS GT für PS4 und einmal den, weiß ich nicht, wie das genau heißt, aber auch T300 für Xbox. Heutzutage brauchst du einfach nur, heutzutage brauchst du einfach nur die für PlayStation und kannst am PC zocken, die Forza. Halt alles 2014, ne? Also ich habe mir Neuzeit nie irgendwas geholt. Wozu auch? 80. Einfach. Achtung, rechts 3, Verengung in links 5. Achtung, Sprung über Brücke Ja, mit 80. Ding ist schwierig, aber kann ich mir gleich anschauen. Schau ich mir gleich an, danke. Rechts 5, kurz 80. Achtung, Bremsen, links 2, nicht schneiden, 30. Rechts 3, in rechts 5, kurz 30. Ich muss nochmal bei Link kurz nochmal einfach um erlaubt ist fragen. Aber du bist ja Links nicht. 5, kurz Du, der Link wurde gelöscht, 120. ganz normal weiterschreiben. Alles cool, danke dir. Ich sehe schon, das für Thrustmaster. Ist es denn kompatibel mit meiner Base? Also ich kann da durchfahren. Ja, ich hab schon. Hätte ich auch fahren können, oder? Die paar Sekunden hier, anstatt zu pausieren. Genau, T300. Copy Link, alles cool, ich schaue es mir an. Also T300 und T500 Base ist gleich. Wow. Okay, wie lange das dauert. Ja, lol. Alter. Uff. Uff, ich hatte letztens ja eine Mail bekommen hier. Das hier, dass sie das rausgebracht haben hier von Fnatic. Das wäre schon geil. Also das wäre schon Hammer. Da brauche ich aber eine andere Base. Das habe ich halt nicht. Das wäre schon krass. Das hatte genau, es hat das Pendant dazu, glaube ich, hier, ne? Ökosystem. Jo, würde passen. Ja, genau, das habe ich. TX und T300, glaube ich. TX müsste. Genau, PX, genau. Das T300 ist für die PlayStation und TX ist für die Xbox. Ich glaube schon. Ja, genau, Xbox One stand da. Genau. Dann TX und T300, da habe ich das falsch gesagt. Wo ist jetzt dein Link hin? Wie nennt sich das? 383. Ich habe immer. Wieso habe ich den Amazon-Link nicht offen? Ich brauche einen leeren Amazon-Link.
Hallo, wieso kann ich hier nicht tippen? Ja, das ist so umständlich. Das Ding oder was? Ja. Umfang hast du ja gesagt, aber das glaube ich ist hier besser zu sehen. Leistungsdaten, ja, hast du geschrieben hier, ja. Das ist krass. Ich wundere mich eh, dass die so klein sind, alle die Lenkräder. 28 ist schon komisch. Aber ich glaube, dass das Logitech noch kleiner ist, oder? Also ich habe das Logitech G27, habe ich auch da. Damit habe ich gezockt, ja auch früher das WRC4. Die fühlen sich noch kleiner an. Okay. Sieht heftig aus. Aber ich muss sagen, ich bin mit diesem Lenkrad von der Formel 1 sehr zufrieden. Was ich für das Problem hatte, wenn ich viel gefahren bin, habe ich mir die Haut weggeschrubbt, abgewetzt oder dann gefühlt Blasen und schon Schürfwunden ohne Ende. Ich brauche irgendeine Art dünnen Handschuh oder sowas. Keinen so einen dicken, sonst schwitze ich wie ein Schwein, einen ganzen dünnen Fahrradhandschuh. Irgendwas in der Art. Weil ich halte einfach so fest und ich schwitze und mache und tue, dass ich dann einfach irgendwie Hautreibungen kriege oder so. Keine Ahnung. Ihr wisst schon, vielleicht, wie sowas anfühlt. Schürfwunden fast schon, kann man sagen. 30 links 3, Mittel macht auf, mittig halten. Und rechts 5 in links voll 40. Rechts 4 innen halten. Also Formel 1 Lenker sehr geil. Und links 4 über Kuppe 50. Und dann muss ich auch nicht immer umschrauben, wenn ich mal Formel 1 fahre. Ich meine, das Umschreiben ist jetzt nicht. Es ist schwerer als bei Fnatic. Bei Fnatic machst du ein paar Mal Klick und es geht. Bei dem musst du die Schraube hinmachen und die Schraube ist immer sehr nervig, abschrauben und so. Deswegen dachte ich, teste ich einfach mal, Ready mit Formel 1 Lenker funktioniert gut. Also, ich fühle das total. Ich müsste zwar die Tasten auch noch mal ändern am Anfang, aber egal. Rechts 5 macht zu durch Wasser und links 1 macht auf. Den müssen wir mal schauen. Ich hatte nur irgendwelche von Amazon so Fahrradhandschuhe für 15 Euro gefunden. Und rechts 2 auch nicht irgendwie reinpacken oder was tun. Ich bin armer Schlucke hier. Komischer Mensch mit komischen Schmerzen, der auf der Kuppe mag, Kappi. Links voll 200, uneben, links halten durch Wasser, rechts 5 kurz, Achtung, bremsen in links 3, macht zu, innen halten. Und rechts 5 macht zu, in links voll. Und rechts 4, nicht schneiden, in links 2 kurz, macht auf, nicht schneiden. Alter, saugeil hier die. In rechts 5, innen halten und links 4, Verengung in Schlucht. Nur bei jedem Mal Pause mich bewegen, muss ich jedes Mal mich irgendwie hinsetzen und sich wieder irgendwie in rechts 4, die richtige zu, Stellung in finde. Ich dauere immer so ein paar Minuten. Und Kuppel in rechts 4, innen halten, Achtung, Mauer innen, macht zu, 3. In links 3, in rechts voll. Wow, okay, fast wieder ausgebrochen. In links 3, innen halten, hängt nach außen. In rechts 2, 30. In Kuppe, in rechts 1, leicht schneiden. Oh, wo bin ich hängen? Ach, da war ein Stein. Huch, huch. Hallo. Komm, ey. 30 links 3, Mittel macht auf, mittig halten. Schade. Und rechts 5, wiederhol umgehen. Links voll 40. Rechts 4, innen halten. Und links 4, über Kuppe. Müssen wir mal anschauen, die Handschuhe. Links 4, in rechts 1, macht auf, nicht schneiden. Irgendwas braucht man schon. Und rechts 4, innen halten, Überkuppel in links voll.
und links 4 in rechts 3, Mittel macht zu, innen halten. Ich hab mich immer erwischt bei den runden Lenkrädern, dass ich immer die... Das kann doch, wieso? Bitte erklär mir das, warum ich dauernd dann mich drehe. Was ist das? Mann, was, wo muss ich, was, keine Ahnung, welche Richtung jetzt. Ach. Ja, ich glaube, ich habe gebremst und bin dann über den Hügel und dann bin ich gesprungen, habe mich gedreht. Bremsreifen blockiert vielleicht, über den Hügel drüber. Das war eins, was ich mir erklären kann. Scheiße, aber im Augenblick habe ich nicht gecheckt, warum. 30, links 3, Mittel, macht auf, mittig halten. Das macht das Schlimmste, eine Stage neu beginnen zu müssen. Ja, stimmt, okay. Mit drei Reifen Bodenkontakt haben. Und links 4 über Kuppe. War ja auch auf jeden Fall, weil da war ja so ein Hügel. Links 4 in rechts 1, macht auf, nicht schneiden. Und rechts 4 innen halten, über Kuppe in links voll. Und links 4 in rechts 3, Mittel, macht zu, innen halten. Ah ja, cool, dass du ein Fanatic-Lenker hast. Ich würde auch mal gerne dieses Fanatic-Lenker da testen, dieses Formel 1 da. Das wäre schon krass, aber das ist halt arschteuer, Achtung. Links 2 kurz, Verengung 40. Rechts 5, macht zu, durch Wasser. Und auch dann das direkte WRC-Lenkrad. Fanatic ist irgendwie bei jedem Spiel der Sponsor oder der Lenkradhersteller. Voll heftig. Ist auch gar nicht so weit weg von mir hier, Fanatic. Ich bin hier in München, das habe ich gelesen, Landshut, das sind die, also keine Ahnung, ein paar Minuten. Links Auto. Voll, 200, uneben, links halten, durch Wasser, rechts 5 kurz, Achtung, bremsen, in links 3, macht zu, innen halten. Oh, hingehen, nicht Hallo sagen. Und rechts 5, macht so. Zu, in links voll. Wie geht's? Ich muss sagen, das Renkel, was ich mir damals von Fanatic geholt habe, 2014, 15, macht auf, nicht schneiden. War komisch. Die Software war die ersten paar Monate komisch. Und dann, bis die Software richtig wurde, habe ich schon keinen Bock mehr gehabt. Zu viele Einstellungen am Lenkrad selber musste man einstellen. Man kann dann nämlich am Lenkrad über so ein Menü, über das digitale Ding alles einstellen, von Sensitivität, über Härtegrad, von dies, von das, von Federung und Empfindlichkeit. 10 Einstellungen. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. 10 Einstellungen und wenn die Standardeinstellungen komisch sind, dann 30 links 3 Mittel macht auf, mittig halten. Und rechts 5 in links voll 40. Rechts 4 innen halten. Okay, und das links P1 über Kuppe, okay. 50. P1 ist was genau? In rechts 1 macht auf, nicht schneiden. Und rechts 4 innen halten, überkuppeln. Ich glaube, es war eben die gleiche Stelle wieder. Ich habe da genauso reagiert. Und links, weil ich mir einfach erschreckt habe, dass es das links rechts war. Zu, innen halten, 80, Mauer außen. Links 2 kurz, Verengung 40. Rechts 5 macht zu, durch Wasser und links 1 macht auf. Und rechts 2 in links 1 nicht schneiden. Das ist eine schöne Rallye. Und rechts 3 in Kuppe 50. Links voll 200, uneben, links halten, durch Wasser, rechts 5 kurz, Achtung, bremsen, in links 3, macht zu, innen halten. Und rechts 5, macht zu, in links voll. Wo kommt denn diese Passage da? Dieser Teil, wo ich da vorhin so komisch reagiert habe, was ist das jetzt gleich? Und rechts 4, nicht schneiden, in links 2 kurz, macht auf, nicht schneiden. Leider habe ich so eine Base von Fanatic, nicht die Elite Base, sondern in rechts 5, innen halten und so eine links andere, 4, die man nicht wechseln kann. Hätte ich mir damals schon besser holen können. Also, aber war zu teuer. Das Ganze damals von Fanatic hat mit den verbesserten Pedalen und den verbesserten Haarschaltungen, habe ich um die 600 gekostet. Ich habe das Elite-Pedal
Elite-Schaltungsdinger, aber halt das normale Lenkrad, weil es dann noch teurer geworden wäre. In links 3 innehalten, hängt nach außen. In rechts 2, 30. In Kuppe in rechts 1, leicht schneiden. In links 5, macht zu, in rechts 3. Ich glaube, das wird ein langer Rallye. In rechts 5 innen halten, in links voll, lang und eben. Und rechts voll bremsen, in links 3 kurz, 50. Ja genau, was du einfach so... Achtung, kann man es bei heutzutage einfach nur so abklemmen? So ein bisschen so drücken und dann tun wir es einfach so abklemmen, ohne Schraube irgendwas? In links voll. Beim Thrustmaster schraube ich, kann ich das gleich zeigen. Also ich da festschraube, eine Schraube ist in diesem Schlauch oder dieser Halterung da befestigt. Man dreht es zwar mit der Hand fest, aber ist doch noch eine Schraube da. Kann ich gleich mal zeigen anhand des Screenshots. Und links 500 über Bodenwellen. Und links 6 über Kuppe, macht zu, Mauer außen. In rechts 4, 30, bremsen, über Bodenwelle. Okay, das Schild hat auch sein sollen. Kannst du mal schauen? Das GT, T300 GT. In links 3, Mittel. Von Thrustmaster. Die Gran Turismo Edition halt. RS GT. Für links 5, bremsen, in rechts 2 und eben. Und links voll, in rechts 5, bremsen, in links 5. Mit PlayStation Flöcken halt. Scharf rechts, scharf schneiden, 150. Hast du mein Fanatic? CSR EU Wheel. Kannst du mal schauen. CSR EU Wheel. Das, was ich eben gezeigt hatte. In links 6 kurz, Verengung, wenn du nichts verändern kannst. In links 3 kurz. Und rechts 3, Verengung, nicht schneiden, 80 und eben. Links 5 in Kuhle und Brücke über Kuppe. Was in was? In Kuhle? Was für Kuhle? Und rechts 5 in links 3 nicht schneiden. Und links voll über Kuppe. In rechts 6 macht zu, 4,30. In links 5, 30. Rechts 5 kurz und links 4 lang, macht zu, 3 über Kuppe 30. Macht zu über Kuppe 30. 3 oder was? Rechts 4 macht zu und links 5 macht zu. 4 und dann 5, das ist eigentlich okay. Vierter Gang. In rechts 4 macht zu und eben. Nee, oh Gott. Okay, vierter reicht hier. Links 5 und rechts 4 lang macht zu, 3 5, Mauer 4. Außen über Kuppe. Okay, ist gut, ist gut. Wo ist die Mauer? Da ist die Mauer. Stopp! Wow! Da ist und die Mauer. Rechts 3 und Kuppe und rechts 6. CSR, also C, Charlie, für Kuppe in Spider-Man, links 5, links halten, Richard, 50. EU Wheel. Links 2 nicht schneiden. Es gab 2014, 2015. CSR EU Wheel. Rechts 5 nicht schneiden, 80. Achtung, links 3 macht. Also es fühlt sich sehr, sehr gut an. In rechts 3, aber das, die ganzen Einstellungen, das ganze drum und dran, ist einfach too much gewesen damals für mich. Und rechts 3 also schneiden. 10 verschiedene Sachen, was du einstellen für kannst. Links 5 bremsen, in und ich habe dann auch Sachen 30. Im Internet mir rausgesucht, was andere eingestellt haben, links aber ich habe mich nie damit wohlgefühlt. Links 4 macht zu, tückisch 50. Aber es Lenkrad an sich fühlt sich in geil links an. 5 macht zu und rechts 5 Mittel macht zu 80. Aber in links 4 uneben innen halten in links 4 macht das ganze Force-Feedback und alles hat mich nicht so überzeugt. Leider, obwohl es 600 damals gekostet hat, Scheiß. Und das erste halbe Jahr gefühlt war keine richtige Software, und da musste ich immer wieder Achtung, Firmware updaten. In links 6 Verengung über Brücke.
In rechts 5 macht. Nein, nein, stopp, stopp! Wow, 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 wow. Immer dieser Hügel, ne? Genau das gleiche hier, was die letztens. Immer dieser Hügel, wo ich dann bremse. Und dann tust mich einfach so wegdrehen. Links 3 und rechts 4. Ja, aber dann bin ich zu schnell, oder? In links 3 kurz, Verengung, Überkuppe, nicht schneiden. Oder eigentlich nicht, weil wenn ich dann dagegen lenke, komme ich einfach ganz knapp dran vorbei. Auf, nicht schneiden. Und hast du gefunden, rechts, das Lenkrad? Okay. Nicht schneiden, 30. Und das ist ja auch kein rundes Lenkrad. Aber diese Form gefällt mir eigentlich. Kurz. Das tust du ja auch kaum umgreifen bei dem. Hältst du eigentlich genauso wie ein Formel 1 Lenker, deswegen habe ich mich schon voll wohl gefühlt. Und Achtung, Bremsen, scharf rechts schneiden. What the fuck? Kohle, 70. Willst bremsen, kurz links ein bisschen vier, ausholen für die Rechtskurve? 30, ist da so ein beschissener 50, Stein, der dich tötet unheben. Einfach. Boah, nein, nein, jetzt ist vorbei, jetzt mache ich nur noch Kacke. Was ist denn jetzt? Scharf bremsen in rechts 6, kurz Übersprung im scharf links schneiden, 40. Moment, 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 was, wie, was? Oh Gott! Links 4, mach zu, leicht schneiden, 100. Peil die Ansagen gerade nicht mehr. Moment. Verengung, Bodenwelle und rechts 5 lang, mach zu. Und Kuppe links halten für rechts 3, keinesfalls schneiden. Und links 5 uneben, 150. Ist nicht alles uneben hier? Links 4 uneben, innen halten, 50. Links 5. Ich schau gleich mal, ja. In rechts 5, 50, Achtung, Überkuppe bremsen. Diese Berge erinnern mich immer an Dirt. In links 5, Mittel 30. Rechts 3, Überbodenwellen 30. Links 5, Überkuppe bremsen. In rechts 2, leicht schneiden, hängt nach das außen. Überkuppe in bremsen. Links 3, nicht schneiden, hängt nach außen. Rechts 5, mach zu, in Kuppe 30. Rechts 3, halten, in links 3, nicht schneiden. In rechts 4, nicht schneiden, hängt nach außen. Und links 3, in Kuppe, in rechts 4, 30. Aber geil, also super Rally. Ist zwar gefühlt 2 Stunden am Stück, aber links 2 macht heftig. Zu uneben, in rechts 4 macht zu und Knoten für 50. So eine lange Rallye hatten wir noch links nie. Links 3 macht zu, in rechts 5 macht zu. Ich habe mir damals immer Dirt Rally 1 Gameplay angeschaut und gefühlt war jeder Rallye so lang bei denen. In rechts 5 Verengung für rechts 2 bei Abzweig nicht schneiden. Ich hatte immer P1 TV gesehen, aber der macht keine Gameplays mehr. In links 3 kurz 30. Links 5 macht zu, Verengung uneben, in rechts 4 mittel bremsen. Für scharf links über Brücke 120. Ja, mich super. Links 4 gefeiert, auch schön lang, auch Nesca gemacht, Formel 1, Rally immer gefeiert. So 2013, 14, nachdem ich dann selbst angefangen habe zu streamen, keine Zeit mehr jetzt zu schauen, aber er hat doch nichts mehr gemacht. Nur noch irgendwelche Autos vorgestellt und sowas und Vlogs ein bisschen, das war jetzt nicht so meins. Und rechts 5 in links 4 und links 4 in rechts 3 macht auf und macht zu 4 kurz. Ja, ist auf einer Seite schade für uns, dass wir nicht mehr das sehen können, aber für ihn, glaube ich, Real Life und so, wenn sich da wohlfühlt. Wo, links oder rechts? Weiß gar nicht, wo. Bin ich jetzt richtig gefahren? Links 4, in rechts 4.
war eigentlich, ich finde, es war ein sehr guter Fahrer. Und links 3 macht zu, Übersprung, Innenhalten, in rechts 4 macht zu. In rechts 1. In links 3 macht zu. In rechts 3 kurz 40. Links 3 nicht schneiden. In rechts 4 nicht schneiden 40. Das muss ich noch üben, wenn ich das Basti geschrieben habe. Dann nicht bremsen, sondern einfach mit dem Driften das machen. Aber wenn du direkt vor der Wand stehst und nicht bremst, dann habe ich irgendwie Angst. Und links 5 kurz 30. Rechts 4 macht zu, 3 Verengung nicht schneiden 30. Achtung, rechts 3 30. Ach, von den Pixelhelden, Dave? Okay. Pixelhelden an sich, glaube ich, kenne ich. Aber ich weiß nicht, ob ich da den Dave Track kenne. Kann sein, ich kenne den Namen einfach nicht. Und rechts 5 Scharfbremsen für scharfe Haarnadel links nicht schneiden. Aber ich muss sagen, wenn man selber streamt oder sowas macht, hat man gar nicht mehr so viel Zeit. Okay, jetzt habe ich einfach Bremse losgelassen. Jetzt habe ich aufgehört. Hat's gepasst hier mit dem Ding. Wow, was mit der Zeit? Was ist mit der Zeit? Lol, what the fuck? Da war ich doch nicht so scheiße. Andersrum, yes. Links 4 kurz Verengung in rechts 5. Das ist ein anderer Kanal, okay. Ich habe so ein bisschen habe ich in letzter Zeit dieses Pixel Connect. Kennst du den? Der hat auch ein bisschen gespielt, so Formel 1 und sogar Project Cars. Den habe ich mir. Das streamt, glaube ich, auf YouTube. Rechts 5 in links 6 bremsen, Überkuppel 30. Finde ich auch okay, also macht's auch ganz gut. Macht auch nie sowas. In links 5 kurz, in rechts 2 nicht schneiden 40. Macht Game Tests. Finde ich gut, also angenehm auch. Links 4 macht das spule ich immer so ein bisschen Baum durch. Wenn ich viel Zeit zu schauen habe ich ja nicht, aber spiele ich immer so ein bisschen durch. Ist okay. In rechts 4 über Kuppel. Der hat die Spiele auch immer so eine Woche vorher. Da kann man sich schon. Ja, genau, Schicki. Moin, PP Driving. Endlich hat es mal jemand. In links 3 über Bodenwelle. Und rechts. Na, was läuft? Alles tutti? Ey, 15 Minuten am Stück hier. Bremsen für scharfe Haarnadel links. Das hätte ich mit dem anderen Auto nicht ertragen. Wieder am Schlafen, dann hast du ein bisschen Zeit. Aber schon wieder nur eine Stunde, ja, und dann aufwecken. Let's go. In rechts 3 Mittelbremsen, macht zu, scharf rechts nicht schneiden, 30. Wo lang? Und links 6 macht zu, 5. In rechts 4 und rechts 3 macht zu, nicht schneiden. Rechts 4, rechts 3 macht zu, nicht schneiden. Juhu! Wenn du quer stehst oder driftest, dann steht die Reifen eh quer zur Richtung und bremsen dann deswegen von selbst, dann braucht man nicht extra bremsen. Genau, dann einfach loslassen, drehen sich wieder und dann. Aber meistens drifte ich oder in die falsche Richtung. Also ich fahre bergab, sehe eine Linkskurve, ich bremse dann und dann steuere ich nach rechts weg, anstatt nach links. Stabilisiert sich die Fronträder, aber wenn du von der Bremse gehst, kannst du übersteuern, da die Hinterräder quasi in der Luft stehen. Ja, dann lieber von der Bremse und dann. Jetzt muss ich noch irgendwie so. Das ist halt immer so schwer. Ich verstehe die Logik dahinter, glaube ich zumindest. Aber wenn man dann in der Situation ist, dann muss man halt eher geübt sein, dass man da so reagiert. So, was hatten wir hier wegen P1 und sowas? So, also das Lenkrad hier, das hast du gefunden, ne? Das TSRU-Wheel, das ist das. Hast du gefunden. Und dann hattest du geschrieben, sonst gut, vielleicht Seite Lenkrad und schau mal P1 und wir erzählen nebeneinander, das ist dasselbe. Ah ja. Basti, danke dir fürs dabei sein. Und für die Tipps. Und angenehme Nachtruhe wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal. Georg Ottner fährt auch bei Simbi mit. Tschüss. Dankeschön.
Was machst du jetzt, Chicky? Bast du ein bisschen Overwatch oder? Machst du Apex Quests? Achso, ich meinte Chicky. Also du kannst pennen gehen. Das ist okay. Bisschen wow. Findet man Mainz eigentlich noch hier? Nee, gell? Ist zu alt. Wenn ich jetzt hier eingabe P1, P1. Steering Wheel, schauen wir einfach mal. Gibt es da bestimmt einige. Steering Wheel. Ah, Borderlands. Hast du noch gar nicht durch das? Solange es nicht abstürzt, passt es ja. Podium. Clubsport. Das ist 911er GT3. Das ist heftig. Ja, damals gab es auch schon irgendein 911er GT2 oder sogar oder GT3 Lenkrad. Mit so schönen, weichen, plüschigen Sachen. Ganz unten? Ah ja. Ach so, ich sehe es gerade. P1, genau. Das ist ja echt das gleiche. Nur mit einem anderen Branding halt. Fnatic und WRC. Ah ja. Okay. Ist aber auch nur 30, soweit ich weiß. Und sch genau, Schnellverschluss, ja. Bei meinem gibt es ja gar keinen Verschluss. Also bei meinem kann ich ja das. Kann ich ja nichts machen bei meinem CSR-EU. Was da geil wäre, wäre das da. Das hier. Und dann je nach Ding könnte ich dann wechseln, ne? Das wäre geil. Und dann ready this und das andere das. Aber das ist halt preislich schon krank, also. Werde ich mir nie leisten können, sowas jetzt. Nie wieder. Dazu bin ich zu tief in der Scheiße drin, nach diesen ganzen Krankheitsjahren. Ich sag, wie es ist, Jungs. Der Tod wäre günstiger. Die Base hast du? Hat es irgendeinen Namen, diese Base? Ist das die Elite-Base von früher oder ist das eine andere? Das hier, CS, einfach CSL Elite. Warte mal, ich hatte früher, gab es dieses Lenkrad oder das hier? Das war mit allem drum und dran ein 600 damals und das hier wäre dann noch teurer geworden. Es ist aber eine andere Base als das Elite von früher. Ne? Also hier konnte man damals schon irgendwas wechseln. Ja, genau, so dieses Set habe ich hier da. Genau das. Genau das Set hier mit normaler Haarschaltung. Die ist schon sehr, sehr schlecht. Also sorry, aber die hat sich nie gut angefühlt. Also die Schaltung hat ich da, keine Ahnung. Die Schaltwege umständlich, kurz, komisch, seltsam, hat sich nie gut angefühlt. Das habe ich auf so einem Wheelstand habe ich da stehen. Das ist eigentlich, könnte ich eigentlich auch direkt holen. Nur, das passt schon so, wie es momentan ist. War mit diesem Thrustmaster und fertig. Alles gut. Genau, dieses Set habe ich da. Haben wir jetzt geholt. Elite Pedals mit normalem Wheel. Einfach zu viele Einstellungen und zu komische Settings, die einfach mich überfordert haben. Display, 10 verschiedene Sachen zum Einstellen.
Sensitivität und zwei verschiedene Vibrationseinstellungen fühle ich noch vielleicht, aber dann, was weiß ich, Federung, dies, das, jenes, zu viel. Ich würde es lieber gerne mit einer Software machen. Oder einfach, dass das Spiel, was ich spiele, das halt einfach so, wie es ist, annimmt. Weißt du, was du dir holen musst hier, Schicki? Hol dir Avengers. Und dann können wir das zocken. Hab mir überlegt, dass ich mir das vielleicht hole und dann aus dem Bett zocke mit Controller. Bin zwar kein Superhelden-Fan und kenne keine einzigen Filme, aber das habe ich gesehen, als ungemischt Standard-Skill gestern gezockt. Da war sehr, sehr geil. Und so zum Entspannen aus dem Bett zocken wäre ganz cool. Fall Guys fühle ich nicht, das weißt du. Das könnte ich höchstens 10 Minuten zocken, aber das andere wäre nicht schlecht. Und da kann man auch leveln. Wie in Call of Duty kann man da die Charaktere leveln. Anstatt die Waffen, die Charaktere. Jedes einzelne Ding hat Season Pass. Jeder einzelne Charakter. Voll geil, hä. Aber sieht lustig aus. Auf der PlayStation haben die beiden gespielt. Habe ich mir das angeschaut. Hat mir Spaß gemacht. Wäre ich sonst nie von allein selbst drauf gekommen. Also ich habe mir das so ein bisschen überlegt, aber Superheld und für mich, ich habe halt überhaupt keinen Bezug zu dem, aber war lustig. Mit Thor habe ich gesehen, Captain America, Iron Man und ich weiß nicht, diese Black Widow? Ich kenne die halt alle nicht. Keine Ahnung, es ist alles viel zu viele Superhelden. Ich kannte früher, in der Kindheit habe ich sowas geschaut, das war für mich alles nur so. Also seitdem ich 16 bin, habe ich nie wieder irgendwelche Superhelden-Sachen gesehen. Mal vielleicht einen Film zwischendurch oder sowas, nie wieder. Habe ich nur noch für mich Erwachsenenfilme gesehen, halt Serien, Comedies, richtige Filme. Also Erwachsenenfilme meine ich jetzt keine Pornos, sondern normale Filme. Und Superhelden habe ich nie gefühlt. Meine Kindheit gab es glaube ich nur drei Helden. Batman, Superman, Spider-Man. Hulk, natürlich Hulk. Ganz alte Serie mit Bruce Banner. Das war's auch schon. Die vier Helden, mehr gab's nicht. Für mich. Kein Batman. Ja, Batman ist ja auch ein anderes Universum. Das ist ja DC. Das ist ja Marvel. Also, ich hätte nicht geglaubt, dass ich mal sowas sagen würde, aber es gibt da anscheinend verschiedene Universen. Auch wenn es Multiversen, Universen, Zukunft, Vergangenheit, keine Ahnung, was sie da alles auf die Beine gestellt haben. Komme ich nie hinterher. Will ich auch nicht. Aber. 150. Grüne Leucht. Ja, gibt es da nicht? Achtung! Eine grüne Laterne und dann gibt es nicht in Rot irgendwas? Keine Ahnung, was das war. Das ist doch alles nicht mehr. Das ist nur noch komisch. Superman, Batman. Wo geht's hier weiter? Wo geht's hier? Wo zum Teufel ist die Wegführung? Ach, hier. Und links 3 macht auf über Schotter 30. Ja, habe ich schon mal gehört. Wonder Woman gibt's da super. Girl, super Bullen. Wo lang? Scharf bremsen, Schikane links in Haarnadel links, macht auf über Asphalt 50 über Schotter. Ich check die Strecke. What the fuck? Lass mich mal kurz hören, ohne irgendwas zu reden. Moment. Mal kurz konzentrieren. 150. Achtung, bremsen für links 3 lang, macht zu, Verengung über Brücke. Und Sprung 30 über Schotter. Rechts 5 kurz über Bodenwelle 30 über Asphalt und rechts 3. Okay. Und links 3 macht auf über Schotter 30. Bodenwelle 50 mittig halten über Bodenwellen 80. Achtung, scharf bremsen, Schikane links in Haarnadel links macht auf über Asphalt 50 über Schotter. Ja, die Kurve ist so lang. Kann ich dir da erzählen, was das heißt, Chicky? 400 Bremsen für links 2 breiter, sehr lang, macht auf. Und scharf links bei Abzweig. Und scharf rechts 30. Bodenwelle über Schotter 30, rechts 4 kurz und Abzweig über Asphalt 40.
Achtung, Bremsen für rechts 2, in links 1, Ballen innen 60. Links 4, innen halten in rechts 3. In links 1, 400 zum Ziel. Also, es gibt Kurven von 1 bis 6. Je geringer die Zahl ist, desto heftiger ist die Kurve. 1 ist krass, 6 ist wenig. Und wenn er noch da hinten sagt, 100, 200, 80, 50, so lang ist die Kurve an sich. Dann kannst du einschätzen, ob sie eng ist, ob sie länger geht, kürzer geht, ob du driften kannst oder nicht. Also 1 bis 6 die Kurven, der Kurvengrad, je kleiner, desto enger. Und die Zahl dahinter, wie lang die Kurve geht. Als kurze Erklärung. Weil du dich ja gewundert hast hier. Aber tolles Auto. Also Citroën C3 R5. Schön. Fühlt sich besser an als der VW Polo R2 von der WRC3. Schau mal, 9 Meter bis zur nächsten Kurve. Ja, oder? Okay, siehst du? Ich dachte immer, dass die aktuelle Kurve so lang ist. Wenn er sagt 3,50, ist dann die Kurve nicht 50 Meter? Ist dann 50 Meter die nächste Kurve? Dann, ich kenne mich da, bin da auch nicht so 100% drin. Erfahren wir jeden Tag mehr. Ich dachte immer, das heißt auch so ein bisschen die Kurve. 100 rechts, 4 kurz und links 6 kurz bremsen. Oh gut, das ist so meistens mit geht auf oder geht zu. Achso, in 50 Minuten kommt die nächste Kurve. Oh. Und rechts 3, Verengung nicht schneiden, 80 uneben. Links 5 in Kuhle und Brücke. Was ich ja krass finde. Bei diesem Auto macht rechts das, 5 in links 3 warte, nicht schneiden. Das Lenkrad macht, also das Auto macht genau das, was das Lenkrad macht. Total krass. Also ich lenke genauso viel, lenkt es auch. In rechts 6 macht zu 4,30. Die Umsetzung von dem Lenkgerät bei dem Auto ist einfach gigantisch. Obwohl ich halt auch nichts sehe gerade. Zu viel Sonne. Ich bin ein bisschen vorsichtiger fahren. Wo ist? Ich sehe die Strecke halt gar nicht. Lol. Macht ach, da ist sie, okay. Ich dachte, da rechts ist sie. Weißt du noch, Dubstep, dieses Ding hatten wir schon mal sowas, was ich nicht schrecklich erkannt habe. Aber ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt und ich habe auch ein paar Grafiken noch ausgeschaltet. Und rechts 3 und Kuppe und rechts 6. Für Kuppe in links 5, links halten 50. Links 2 nicht schneiden und Bodenwelle in rechts 4, 120. Fährt gerade dein Kollege oder ist es schon vorbei komplett? Rechts 5, müsste doch von 16 bis 0 Uhr gewesen sein, oder? Achtung, links 3 macht zu uneben, nicht schneiden, in rechts 3 nicht schneiden. In links 4 kurz nicht schneiden und rechts 3 schneiden. Für links 5 bremsen, in rechts 2 schneiden 30. Links 6 sehr lang in. Links 4 macht zu tückisch 50. Tückisch? Okay, tückisch klingt nie gut. In links 5 macht zu und rechts 5 mittel macht zu 80. In links 4 uneben, innen halten, in links 4 macht zu 3 kurz, Übersprung.
Und rechts 5, Achtung, in links 6, Verengung über Brücke. In rechts 5, macht zu, 4, nicht schneiden, 30. Links halten, Übersprung und rechts 4, 40. Oh, 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 oh. Ich hab rechts den Stein mitgenommen, keine Chance mehr. Scheiße, Motor kaputt, alles kaputt, ey. In links 3 kurz, Verengung, Überkuppe, nicht schneiden, 40. Rechts 5 und links 3 macht auf. Zum Glück haben mir die Zuschauer geholfen, das Auto umzudrehen, noch schnell. Und Haarnadel rechts, nicht schneiden, 30. Okay, wenn nicht schneiden, ist es gar nicht so eng. Links 5 uneben, macht zu, 2 kurz. Und rechts 5 uneben, in links 4 schneiden, lang innen halten, 100. So wieder typischer Fehler, ich hab halt gebremst, konnte dem Stein nicht ausweichen und bin dann... Und Achtung, bremsen, scharf rechts schneiden. Über den Stein geflogen halt. In Kuhle, 70. In Kuhle? Links 4, Überkuppe, 30. Rechts 5, 50, uneben. Scharf bremsen in rechts 6, kurz Übersprung in scharf links schneiden 40. Oh oh, scharf links schneiden 40, huch! Okay. Links 4 macht zu, leicht schneiden 100. Verengung Bodenwelle und rechts 5 lang macht zu. Wuhu! Und also schick dir auf, geht's Evan zu holen. Rechts 3 keinesfalls schneiden. Was zocken wir? Und links 5, uneben, 150. Von 4 bis 7 Uhr. Links 4, uneben, innen halten. Schade, schreib dir mal Sachen vor, das willst du ja nicht. Das ist auch nicht schuld. Links 5, in Schlucht. Dann halt nicht, rumzick. In rechts 5, 50, Achtung, Überkuppe bremsen. Vielleicht Sprung in links 5, Mittel 30. Rechts 3, über Bodenwellen 30. Links 5, Überkuppe bremsen. In rechts 2, leicht schneiden, hängt nach außen. In links 3, nicht schneiden. Ist das so gar nichts für dich? Nein, für mich ja auch nicht, aber das sah nicht schlecht aus gestern. Rechts 5, macht zu, in Kuppe 30. Kannst schön grinden, kannst schön Sachen freischalten. Skins, Pain. Rechts 3, halten, in links 3, nicht schneiden. Alles modern hier. In rechts 4, nicht schneiden, hängt nach außen. Und links 3 in Kuppel in rechts 4, 30. Links 2 macht zu, uneben in rechts 4 macht zu und Knoten für 50. Braucht halt noch irgendein Spiel, was ich vom Bett drauf kann. Links 3 macht zu, in rechts 5 macht zu, über Kuppel nicht schneiden und links 5. In rechts 5 zum Ziel. Da ist denn noch, ey, Wahnsinn. Boah, erst oder zweiter, ganz knapp. Komm, 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 komm. Boah! World first. Aber sogar mit 4 Sekunden aufgeholt am Schluss, krass. Cool. Schöne Rallye Mexiko. Stage 2 war anders heftig. 20 Minuten da gefahren, glaube ich. Insgesamt 29 Minuten. Oh, das ist viel, ne? Ja, das ist aber, kannst du ja nichts vergleichen. Lol. Ich hab mir vorhin bei der Pinkelpause habe ich mir einen Pinguin, glaube ich, geholt. Oder warum liegt der im Pinguin eigentlich? Das er gestern hat vorhin erst, keine Ahnung. Auf jeden Fall liegt den Kind im Pinguin. Erstmal essen. Geil, also, schöne Rallye. Leider nur im Levelaufstieg. Yo! Yo! Okay. Mhm. Mhm. Schön. Geil.